Ja? Oh, leck mich. Oh, Fellows MC hat sich ganz im Ernst. Ich hab ein Geschenk für dich. Ich wollte gerade sagen, ich hab dir, das war dein Geschenk, weil du den gewünscht hast. Ja, ich weiß, aber wo waren die kleinen Mädchen, die niedlichen? Ich bin das kleine Mädchen. Ja. Hast du mir eine Jacke gekauft? Ja, ein Arm da rein. Ja. Dir ist bewusst, dass ich 1,60 groß bin und Größe XS trage, obenrum jedenfalls. Scheiße. Du, aber das ist ganz... Ich hab dich nicht so klein eingeschätzt. Ich dachte, du wärst ein bisschen größer im Geschäft, aber... Na gut, aber es sieht trotzdem sexy aus, wenn du weniger Amte hättest darunter. Ich muss mein Mikro wieder freilegen. Dankeschön, lieber Ferris. So nett war noch keiner zu dir, oder? Nee, ich hab tatsächlich... Ich mach nicht, dass sie mir nicht gehört. Ich mach so ein bisschen auf Erotik-Truller mit so seitlich, damit das Mikro funktioniert. Es hat mir noch nie jemand... Du hast ja die Hose gar nicht mehr wiederbekommen. Ja, ich habe ja bei deiner Einpark-Rubrik meine Hose versaut, deswegen... Und es war meine Idee, die auszuziehen, aber nicht bis zur Sendung. Ja, die Flecken sind rausgegangen, aber sie ist noch voll feucht und klamm, so dass ich irgendwie mir vorkäme, als hätte ich in die Hose gepisst, wenn ich jetzt hier so sitze. Aber das finde ich sehr gut. Du hast nämlich, haben wir vorhin schon festgestellt, sehr, sehr schöne Beine. Hast du wirklich? Ja, das hast du gesagt. Ja. Hast du wirklich? Können wir vielleicht kurz mal eine die zeigen? Frau, der Rest und dass vom die Fest. Frauen so ein bisschen so machen. Also mal zeigen die Beine. Ich stehe nur auf, das kommt, glaube ich, das sind wirklich schöne Beine. Ah. Ja, nee, kann man nichts sagen. sehr gut. Du, Ferris, ich habe vor lauter Eifer, dass ich dir hier Sachen schmeißen musste, vergessen, dass wir noch zwischendurch was spielen mussten. Also kein Spiel, sondern ja, ich die ganze so ein Einspielerchen. Hast du Lust, dass wir den zusammen gucken? Was denn? Ach, willst du ein Getränk eigentlich? Was ist das eigentlich? Cuba Libre, das mir alles so viel. Ja, den Cuba Libre, den habe ich hier, ist ein Gin Tonic. Ist auch gut, ne? Gin Tonic ist auch gut. Jetzt mach nichts Unüberlegtes, Ferris. Der ist lecker, der Gin Tonic, ne? Ja. Schwein gehabt. Wir gucken schnell das, was ich eben verpasst habe. Habt ihr kein Alkohol hier oder was? Was habe ich denn verpasst? Das müsst ihr aber für die Gäste. Ihr hattet doch Lenny hier. Der wollte kein Alkohol? Wenn Lemmy Alkohol will, dann kriegt Lemmy Alkohol. Ach, und wenn Ferris MC kein Alkohol will, dann nicht. Noch ein, zwei Jahre und dann stehen hier Flaschen für dich. Das ist eine Beleidigung. Ich schwöre. Ich gehe gleich wieder. Ja, komm, ich gebe dir die Gelegenheit, wir gucken, dass wir uns ein bisschen näher kommen. Und zwar gucken wir so ein bisschen romantisch uns an Stars sagen Danke mit Ben. Jetzt. Ich sage Danke an den Erfinder der Nagelschere. Ich hatte... Oh. Wollt ihr jemand klatschen? Wenn ihr wollt. Ich will nicht, dass ihr das jetzt... Nee, ist in Ordnung. Bist du verliebt? Zurzeit? Selbstverliebt, immer. Ja, aber auch in jemand anders? Nee. Wie bist du, wenn du verliebt bist? Bist du Wieso kommst du jetzt? Ich weiß, warum du auf so eine Frage kommst. Ach, du hast mit Charlotte geredet und sie hat dir erzählt, dass ich mit ihr so eine Sendung gedreht habe. Gar nicht. Und das war ja so niedlich, wie der Pferd ist dann über seine große Liebe gelabert. Nein! Wetten? Erstens darf man über die Sendung im Fernsehen noch gar nicht reden. Ich habe mit Charlotte nicht ein Wort über den Inhalt dieser Sendung geredet. Du hast das jetzt gerade gesagt. Oh Gott. Wenn du nicht über Liebe reden möchtest, reden wir nicht über Liebe. Aber es würde mich so interessieren, es geht gar nicht um deine große Liebe, sondern mich würde interessieren, wie du drauf bist, wenn du verliebt bist. Bist du so ein Anrufer, Briefeschreiber, SMS-Schreiber oder eher zurückhaltend? Also während dieser ganzen prominenten Phase habe ich mich nicht einmal so derbe verliebt, so weißt du. Und früher war es anders, so da war ich wahrscheinlich noch der Anhängliche, so der Klammeraffe, so weißt du. Anstrengend oder auf einem, ich finde so anhänglich bis zu einem gewissen Maße ganz hübsch. Nee, der Anstrengende. Also, war es anstrengend? Weil es war ja auch die Partyzeit und da hatte ich mehr Pupillen als Augen und somit weniger Gehirn als alles andere und deswegen habe ich das immer gleich kaputt gemacht. Also wenn du jetzt dich, verliebt man sich weniger, wenn man prominent ist, da hat man mehr weniger Chancen, vernünftige Leute kennenzulernen, ne? Nee, man lernt viel zu viele Leute kennen, sodass man gar keinen Bock mehr hat, überhaupt jemanden kennenzulernen. Ja, aber da sind wenig Gute drunter, finde ich. Das kommt dazu, ne? Ja. Man lernt viele Idioten kennen und die wahren Menschen nämlich nicht mehr. Nee, obwohl, vielleicht nicht Idioten, aber viel zu viele eigenartige Menschen. Gott sei Dank Idioten trifft schon eigentlich, das ist schon richtig. Das sind alles Idioten. Aber Gott sei Dank hast du dich noch zum Liebhaben. Ja. Und eine Platte. Und jetzt möchte ich gerne einmal was zu deiner Platte sagen. So ja, sieht ich finde, du übernimmst das Wort so gut, dass mir gar nichts mehr einfällt. Ich finde das sehr gut, wie du redest. Deswegen kannst du auch Werbung machen für mich und alles erzählen. Weißt du, was ich so schön an dieser Platte finde? Ich finde das Titelfoto ganz schön gut, um ehrlich zu sein. Weil du nämlich ganz bezaubernd, können wir es einmal nochmal zeigen, ganz bezaubernd aussiehst und nicht so total
jetzt mache ich mir noch ein Cappy andersrum und so. Das ist ein sehr schönes. Und innen drin sind nämlich, die zeige ich vielleicht mit der Fingerkamera, auch ganz schöne Fotos. Wirst du gern fotografiert, ganz im Ernst, oder hast du es eigentlich? Ich bin ja, das ist ja mein Problem. Ich bin ja, beziehungsweise ist ja kein Problem, ich bin sehr telegen. Ja, und sehr du fotogen, Armer, das ist ja ein hartes Problem. Was in der richtigen, in der realen Welt nicht so ist. Guck mal, das mag ich. Und deswegen mag ich natürlich mich immer auf Fotos sehen. Und da schläfst du. Das sind ganz bezaubernde Fotos. Ja. Die finde ich aber wirklich total schön. Und auch extra in so einem Umfeld, was eher so ein bisschen romantische französische Balkons sind. Bloß, dass das in Frankreich ist. Ja, hat einen französischen Touch. Aber der Wahnsinn ist natürlich, ich habe es überall in Kalifornien irgendwie geschossen, die Fotos. Sehr schön, Kalifornien. Das, hauptsächlich in San Diego und in L.A. Vielleicht der ein oder andere Scheiß ist noch in Las Vegas entstanden. Aber ansonsten haben wir das deswegen gewählt, weil das Album an sich sehr frisch ist. Ja. Ich hasse zwar die Sonne, aber das Album ist sehr sommerlich geworden. Es ist eine ganz andere Seite vom Ferris MC. Halt, normalerweise bin ich ja eher düster, assig und blutig. Ja, wie ein gutes Steak. Ja. Ferris MC, ein gutes Steak. Weil es ist nur blutig. Nee, das stimmt gar nicht. Das ist schon sehr... es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr crossover-mäßig geworden. Es ist vor allen Dingen ein Album mit sehr vielen prominenten Gästen, nämlich gar keinen. Davon abgesehen, dass du ja selber findest, dass das geilste Album auf der Welt zurzeit ist, finde ich aber tatsächlich, dass sich da einiges getan hat. Ich kann jetzt als nicht so richtig Ahnung haben, nicht direkt sagen, was ja, es das ist. Ja, das mag ja kaum einer glauben, dass nach 9 Monaten sowas möglich ist, dass ein qualitativ hochwertiges oder beziehungsweise im Vergleich mit allen Künstlern sehr viel Hip-Hop rausgekommen jetzt gerade. Und es kommt noch sehr viel Hip-Hop raus, jetzt so die letzten 3 Monate. Und ich muss sagen, ich habe mir alles angehört. Mein Album, ohne mich selber irgendwie hier so hochloben zu wollen. Nee, mein Album nicht. Ist das beste Album. Ja, da haben wir Glück gehabt. Erzählen immer denselben Scheiß. Darauf machen wir raus. Mein Lieber, wir machen Olympia jetzt. Ja, sehr gut. Hast du Lust, mit rüber zu kommen? Du musst deinen Stuhl mal hier so hinmachen. Hip-Hop ist ja auch Olympia. Hip-Hop ist auch Olympia? Ja, Hip-Hop ist auch Sport. Ist eine Disziplin. Ja, Hip-Hop ist eine Disziplin im großen Musik-Olympia. Ja. Hip-Hop ist das Musik-Olympia überhaupt. Nach Hip-Hop der Rest. So, wir spielen jetzt Turmschießen. Ferris, hast du einen Sportlernamen? Nee, Ferris reicht, oder? Der Tontaubenmörder. Nicht so was Langes, das ist ein C64. Da brauchst du eine Stunde, um das einzutippen. Carpaccio. Oh, ich nenne dich jetzt MC. Du eitle Sau. Weißt du, so, solltest du mit in deine Sendung, die ein bisschen frischer sind, man sollte so ein bisschen versaute Sachen mit einbauen, so, weißt du? Aber mach ich die ganze Zeit, statt Fotze oder so sagst du halt Carpaccio oder statt Penis oder Schwanz sagst du, ey, Latte Macchiato oder was, so, weißt du? Das finden Leute unter 25 jetzt sehr ansprechend. Und ihr seid ja auch noch sehr jung, so wie ich das sehe. Und die finden das eher geil, wenn du einfach über deinen normalen Dasein hinaus wächst. Zum Beispiel deine eigene Kotzelei fressen und solche Sachen. Das wollen die aber von dir sehen. Charlotte hat das auch gemacht und ich weiß, wenn du das mal live vor Fernsehen machen würdest, dann würdest du... Meine eigene Kotze fressen? Ja. Sag mal, Ferris? Ja, du musst Grenzen... Entschuldige, da läuft gerade meine Nationalhymne läuft ja gerade. Italien, alles klar. Ja, Carpaccio, passt doch. So, wir spielen Tontauben kaputt schießen. Ich fange an. Weißt du, wer es geht? Du bist ja so ein C64-Ahnunghaber ein bisschen. Richtig? Ich habe das Bild mal gesehen. Aber siehst du, du musst auf den Knopf drücken, dann fließt die Taube los. Aber ich hatte nicht als Kind irgendeinen Computer. Ich kenne mich damit nicht aus. Was machst du vor? Genau, damit fliegt die Taube los und mit dem Joystick musst du den Kreis, der dein Gewehr ist, auf die Taube richten und mit dem Knopf abschießen. Okay. Achtung. Sarah Kuttner, mach das vor mal. Da, jetzt schießen. Ja. Ah, Mist. Du kannst nur hoch und runter, kannst du nicht seitlich? Doch, aber da bin ich zu langsam. Jetzt. Oh, scheiße, ich habe noch gar keinen Punkt eigentlich. Yay! Naja, danke schön, geht schon. Und du musst nach mir. Jetzt kannst du direkt von meinen Fehlern lernen. Ich habe schon 2 zerschossen. Warum spielst du eigentlich keine Videoclips für deine Sendung? Na, wer möchte doch keiner mehr sehen auf dem Musiksender? Doch, ich würde jetzt meine gerne nebenbei zwischen den Turm schießen. Ach, Ferris, du musst lernen, auch andere Leute lieb zu haben. Wie? Was außer jetzt, dir. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben neben dir? Ja. Nee, ja, im Ernst, gibt's? Ist auch nicht. Sind das so Eltern oder dein Zwillingsbruder? Nee, ich. Also mein imaginäres. Das Spiel hört gar nicht auf.
Ich habe ja mehrere, also Künstler sind ja ein bisschen schizophren veranlagt, somit habe ich bestimmt eine Eva und einen Thorsten und einen Jürgen. Es muss doch Eltern, beste Freunde, irgendjemand, für den du quasi dich selber ans Feuer schmeißen würdest. Ja, für meine Mutter natürlich, klar. Du bist dran, oh schnell. Knopf drücken, hochgehen und schießen mit Knopf. Ja, ja. Das ist ja scheiße. Ja, du bist aber trotzdem schneller als ich. Ja. Du musst erst den Knopf drücken. Alter, fick die Scheiße, das geht überhaupt nicht. Yay! Yeah. Komm, wir tun einfach so, als hätte Ferris was getroffen gleich. Ja! 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 Wahnsinn! Oh, das war aber sehr, sehr knapp. Da kommen noch einige. Mit mehr Gefühl, wie mit Frauen. Oh! Du musst, glaube ich, noch mehr so Stichpunkte mit ihm. Ja, mach nochmal. Frauen. Nochmal. Ja, siehst du? Versuch mal mit Jungs, das klappt nicht. Kiffen. Ich glaube, das Frauen. Und nochmal? Männer. Nee. Natürlich nicht, natürlich. Oder? Kinder kriegen. Ah, nee. Nee, natürlich nicht. Ah, sehr gutes Kreuzfeuer. Gute Musik machen. So. Da bist du noch nicht mehr hochgegangen. Nochmal. Wie viel habe ich denn? Ich habe schon zwei und drück du hast. Drück nochmal einen Knopf. Ich habe drei gemacht. Nee. Gute Musik machen. Ah, fick die Scheiße. Okay, Ferris ist der Beste. Ja! Wahnsinn. Jetzt hör ich aber auf. Ja, die ist scheiße. Nee, komm, ist gleich das Ende. Muss ich nochmal? Ja, die sind gleich alle. Ach, du hast bis zum Ende gemacht? Ja, ja, weil wir haben noch einmal gleich viel. Noch kannst du mich schlagen. Okay, warte, Konzentration. Scheiße. Habe ich noch einen? Oh Gott. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ach nee, wir haben beide gleich viel. Ey, fuck, wieso hast du denn auch so viel? Dafür kriegst du eine Medaille. Wir haben extra eine Medaille für dich vorbereitet und kriegst die Goldmedaille, ja. Obwohl ich auch eine verdient hätte. Musst du mir aber... Die mache ich feierlich, trelle ich dabei deine Nationalhymne. Fertig. Danke. Sehr gut. Wir machen eine kleine Pause. Danach geht's weiter mit Ferris MC. Deutschland hat Gold! Bernd Begemann. Mit Musik, während der Ferris noch mal eine Kräuterzigarette raucht. Oh Gott sei Dank, diesmal eine echte Kräuterzigarette. Lehnen wir uns zusammen, zurück. Das andere war eine Asthma-Zigarette. Das war eine Asthma-Zigarette. Mit einem Landsmann quasi werden wir uns jetzt ein bisschen hier gemütlich machen. Und zwar haben wir es tatsächlich geschafft. Und wer das... ach, direkt sprachlos. Ich bin tatsächlich freudig erregt, dass er hier ist. Der wunderbare, wunderbare, wunderbare und vor allem großartige Bernd Begemann bei uns auf der Bühne. Macht Lärm, Leute! Ich habe nichts erreicht außer dir. Wer das mal auf CD haben will, der sollte in den Plattenladen gehen und hallo, gucken, ob er diese CD findet. Bernd Begemann und die Befreiung. Es sind übrigens zwei CDs drauf. Da ist nämlich auch noch eine Live-CD. Muss man also alles haben. Vielen lieben Dank. Und wir machen weiter mit Ferris MC, der auch schon fast ein bisschen geweint hat. Das habe ich genau gesehen. Da waren Tränchen. Die Kinnlade runtergefallen. Ich habe sowas noch nie gehört und gesehen. Also sehr, ich glaube, ich schätze das eher so in die esoterische Richtung ein, diese Art von Musik, als die ich höre. Aber ist nicht schlimm. Jedem das Seine. Also ich find Helge Schneider auch lustig. Und ich glaube, du könntest auf jeden Fall supporten. Kopf und Kragen. Du willst kein Freestyle-Battle mit mir wegen Esoterik. Ah, ich wusste es, Alter. Das ist dieser Honk, Alter. Du hast früher schon so solche Rap-Lieder gemacht, ne? Möchtest du was? Ja, ich glaube, du musst gehen und dir das von draußen anhören. Du kannst mich alles nennen. Nenn mich ein Kinderschön, aber nenn mich nicht esoterisch. Bernd Begemann, vielen lieben Dank. So, Themawechsel. Und zwar, wo ist gerade aber so du siehst doch, das ist das gute Beispiel. Es ist nicht esoterisch. Menschen verstehen mich immer falsch. Ja, ich habe es als Kompliment gemeint. Wobei, du hast es nicht so, aber esoterisch ist es nicht. Sehr lieb, aber Achtung, es gibt das Maul auf die pädophile Art, also das fand ich schon wieder echt...
unter Ferris, der Gürtellinie, ja? Ferris, es gibt aufs Maul. Dann lieber jetzt meine Beine nackig, Ferris, ja? Jetzt gibt's aufs Maul. Es ist Zeit für Cash for Questions. Wir rufen Zuschauer dafür auf, dass sie quasi sehr harte Fragen an dich stellen. Oh, Scheiße. Ja, du musst sie beantworten, wir zahlen und dafür, ich darf sie so dass weich sie die Fragen wie stellen. Wie immer du möchtest, mein Lieber. Hier ist der sehr, sehr gut geschützte Überbringer der Fragen, Cash for Questions. Da ist er. Also, bist du bereit für Fragen von den Zuschauern? Und ich darf, soweit ich das sehen darf, mit ihm machen, was ich will. Nee, ja? Es ist nur für Geistesgestörte. Er ist sozusagen der Zuschauer, ja? Der die Frage stellt, oder? Das ist so der sehe Job, ich doch, den so, du jetzt genommen hast. Nein, nein, und er liest sie quasi nur vor. Ich darf machen, was ich will, ist doch so. Okay. Es tut doch nicht weh, oder? Ey, was soll's, Julian, da musst du jetzt durch. Erste Frage. Nina K. aus Regensburg fragt... Wie viele Fragen sind's? Drei. Okay. Ferris, findest du es nicht ein bisschen arm und verantwortungslos, ständig und ungefragt den Leuten mitzuteilen, wie viel du kiffst? Habe ich das heute schon erzählt? Naja, hast du es getan. Also so, ich sag mal so, solange der Scheiß illegal ist, erzähle ich, was hast du gesagt, ob ich mir peinlich dabei vorkomme? Ob du es nicht arm findest, es allen Leuten arm, mitzuteilen. Das kostet so viel Geld, Alter. Sehr gut, also, ich sag euch das. Weiter mit der nächsten Frage. Olli R. aus Koblenz fragt, Ferris, ist es nicht traurig, dass du, wie viele deiner Kollegen auch, immer noch das Wort schwul in einem negativ abgrenzenden Kontext benutzt? Ich habe mir die Frage nicht ausgedacht. Ja, kannst du mal sehen, wie viele Leute meine Platte nicht richtig durchhören. Also wann habe ich das letzte Mal irgendwie Schwuchtel oder sowas gesagt, Alter? Ich habe nichts gegen Schwule. Weißt du, desto mehr Schwule, desto mehr Frauen für mich. Aber das Blöde ist, die hübschesten Frauen, Frauen stehen leider auf so schwule Typen und gehen eher in Therapie und ärgern sich darüber, dass sie sie nicht haben können, als statt zu mir zu kommen. Ja, da schließt sich direkt die nächste Frage an, mein Lieber. So, dritte, jetzt ist es aber. Das waren ja echt schlimme Fragen. Mhm. Esther aus Darmstadt fragt, Ferris, wann hattest du zuletzt ein Groupie im Bett und kannst du sicher sagen, dass sie oder er auch volljährig war? 20 Euro für Esther. Warte, erstmal hier so, weißt du? Er ist nur der Überbringer, du nimmst es quasi auch in Empfang für die Menschen, die diese Fragen gestellt haben. Jetzt Antwort? Ich weiß, ich hab nicht den Ausweis gesehen. Aber ganz grob, die erste Frage, wann? Wann? Februar ging das los und bei mir ist es nicht so, dass ich, weißt du, wenn Groupie, dann so lange, bis es nicht mehr geht. Also nicht nur einmal, sondern, weißt du, wenn man sich schon körperlich versteht, dann kann man das ruhig auch ausreizen, bis man sich auf den Sack oder was weiß ich geht. Und dann ist over. Und das ging dann von Februar bis April. Und ansonsten Musik halt ist Arbeit. Und wenn ich in der Arbeit irgendwie gefangen bin, dann läuft nichts viel Libido-mäßig. Dann habe ich meine Pornosammlung und weißt du, das geht dann innerhalb von 5 Minuten bis 10 und ich brauche dann nicht mich weiter damit beschäftigen. So, und kann wieder mich mit meiner Musik. Und was dabei rumkommt, ne? Wenn du und keine Kinder am Start dabei rum, hast, genau. Ist das hier. Diese was? Platte sollte man bitte gerne kaufen. Da steckt all mein Samen drin, sozusagen. Ganz genau. Ein ich danke dem Überbringer erstmal der Cash for Questions. Du gehst jetzt direkt mal abtrocknen. Ne? Vielen Dank und viel Applaus. Ich werde uns jetzt gegenseitig Hosen an- und ausziehen, außerdem noch mal ein Wörtchen mit Bernd Begemann trinken. Ja, der ist bestimmt ganz traurig jetzt. Ach, das ist doch auch ein Showtyp. Aber weißt du, Business ist hart. Business ist hart. Das war's von uns beiden. Ich hoffe, all deine Platten werden gekauft. Ich würde dir einmal gerne noch so über den Kopf kraulen. Ich mag deine Haare so gerne. Ich lasse sie jetzt wieder wachsen. Nee, ich finde die dazwischen ganz gut. Wieso? Jetzt sind oder länger? Genau so. Wir führen das zuerst dieser Sendung. Am Montag gibt es eine Sendung und da kommt Nils Bunkhorst, damit die Band endlich freundlich und glücklich sein kann. Außerdem Superpunk. Vielen Dank, schönes Wochenende. Tschö!